Herr Scholz, Ihre Regierung ist eine Gefahr für die Demokratie. Diese Worte schleudert Sarah Wagenknecht in einer jüngsten Rede im Bundestag dem Bundeskanzler entgegen. Diese Rede schauen wir uns jetzt gemeinsam an und ich würde sagen, los geht's. Kolleginnen und Kollegen, auch wenn Sie uns in den Kulturteil einsortiert haben, müssen Sie jetzt doch noch mal eine Rede zur Generaldebatte ertragen. Olaf Scholz ist der beste Bundeskanzler, den wir je gehabt haben. Wer hat's gesagt? Nein, unterwegs im Land habe ich das nie gehört. Nicht von der Rentnerin, die nach 40 Jahren Arbeit oft weniger Rente bekommt als die meisten. 4% Reallohnverlust, 15% unserer energieintensiven Industrie sind weg, der Wohnungsbau ist um ein Drittel eingebrochen, die Renten sind ähnlich wie die Löhne natürlich auch gesunken. Ich glaube, aus der Bevölkerung würde das niemand sagen. Also das muss irgendjemand aus der Berliner Journalistenblase oder von irgendeinem transatlantischen Think Tank gewesen sein. Minister nach einem Jahr, auch nicht von Arbeitern bei VW oder anderswo, wo inzwischen die nackte Angst umgeht. Nein, gesagt hat diesen Satz. Für jede Kürzung bei VW, das an der Stelle nochmal sei dazu gesagt, hat die niedersächsische rot-grüne Landesregierung unter Stefan Weil eine politische Mitverantwortung, da sie ein Vetorecht im Aufsichtsrat hat. Auch nochmal was sehr Wichtiges, was man, glaube ich, betonen muss. Natürlich ein Politiker, und zwar Gesundheitsminister Lauterbach. Scholz, der beste Bundeskanzler. Das ist so weit weg von der Stimmung im Land, dass man sich wirklich fragt, welche Medikamente testet der Lauterbach gerade für die Pharmaindustrie? Sie feiern sich als demokratische Parteien. Gibt Ihnen noch nicht mal zu denken, dass Ihre Politik die Menschen so sehr an der Demokratie verzweifeln lässt, dass für viele inzwischen Björn Höcke sogar das kleinere Übel ist. Demokratische Politik beginnt damit, dass es den Regierenden nicht egal ist, wenn unsere Industrie vor die Wand fährt, wenn Löhne und Renten 3 Jahre hintereinander in ihrer Kaufkraft fallen und wenn Kinder in heruntergekommenen Schulgebäuden noch nicht einmal mehr den Dreisatz lernen. Ja, die Reallöhne befanden sich Ende 2023 auf dem Stand von 2015. Also dass die geringen Reallöhne, die es unter der Großen Koalition gab, also es war nicht alles schlecht unter Merkel, die hat die Ampelregierung jetzt mal eben ausgelöscht. Demokratische Politik beginnt damit, es nicht mit einem Achselzucken abzutun, wenn der Sprecher des Kinderhilfswerks Arche mit den Worten: Wir sind am Ende. Bei uns laufen schon 11-Jährige mit Messern rum. Einen sofortigen Aufnahmestopp für Flüchtlinge fordert, weil sonst das System kollabiert. Demokratische Politik beginnt damit, sich einmal wieder für die Probleme im Land zu interessieren, statt sich in einer abgehobenen Blase einzurichten, wo Mobilitätsprobleme mit E-Porsches gelöst werden, wo die Wärmepumpe als Wundermittel gegen hohe Heizkosten gilt und wo angeblich immer mehr Waffen Frieden schaffen. Da verabreden Sie, Herr Scholz, mal eben ohne jede Debatte, dass ab 2026 US-Raketen in Deutschland stationiert werden, die das nukleare Gleichgewicht zwischen Russland und den Vereinigten Staaten verändern und deshalb das atomare Risiko für Deutschland im Konfliktfall gravierend erhöhen. Dieser Satz steht wörtlich in einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Entweder liest der SPD-Kanzler keine Papiere der eigenen Stiftung oder er nimmt wissentlich in Kauf, unser Land einem Risiko auszusetzen, das aus gutem Grund kein anderes europäisches Land eingehen will. Herr Scholz, Ihre Regierung ist eine Gefahr für die Demokratie, für den Wohlstand, für die Sicherheit und für den Frieden in Deutschland. Kehren Sie um. Widerrufen Sie den Raketenbeschluss und bemühen Sie sich ehrlich um ein diplomatisches Ende des Ukraine-Kriegs. Senken Sie die Energiepreise durch einen Stopp dieser sinnlosen Sanktionen. Kippen Sie das Verbrennerverbot. Investieren Sie in Bildung und Infrastruktur. Stoppen Sie endlich die irreguläre Migration, indem Sie die Anreize beseitigen. Und leiten Sie eine Rentenreform nach österreichischem Vorbild ein. Ja, das waren jetzt sehr viele Forderungen. Die hatte Sarah Wagenknecht auch in ihren letzten Pressestatements. In der Rede hat sie ja nicht so viel Zeit, aber gute Rede, hat sie hier nochmal zusammengefasst, was gerade falsch läuft. Ja, die irre Kriegstreiberei der Ampel ist auch gut, dass sie die nochmal erwähnt hat. Hat halt nur 3 Minuten gehabt. Also es gäbe noch so viel, was man an dieser Regierung kritisieren könnte. Aber zur Außenpolitik wird sich auch gleich Sivim Dadelen äußern. Darauf werden wir auch gleich noch reagieren. Aber das war wirklich eine gute Rede von Sarah Wagenknecht.
Noch ein kurzes Wort zu meiner Person. Ich selbst sympathisiere zwar mit der Frau hier und mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht, bin aber selbst kein Parteimitglied.